Meine Großeltern haben eine kleine Landwirtschaft gehabt mit 5 Kühe oder so. Und mein Vater hat dann eine Gärtnerlehre gemacht 1923 in Maxl-Rhein, in der Schlossgärtnerei. Und dann hat er selber angefangen. 1932 hat er dann geheiratet und aus kleinsten Anfängen ist das dann mit ein paar Müsbeete und so ist das dann entstanden. Wann haben Sie denn die Gewächshäuser gebaut? Das erste haben wir 1963 gebaut und das letzte jetzt 2001. Die ersten mit dem Vater noch zusammen? Ja, ja, da hat der Vater noch gelebt. Und da war der Start in die Zukunft. Und er hat ihm einen Brief in die Lehre geschrieben nach München. Er freut sich schon so, mit seinem Sohn dann weiterzuarbeiten. Die Männer waren im Krieg. Die Schwiegermutter hat als erste Frau in Rosenheim einen LKW-Führerschein gehabt. Das ist ja eine Sensation. Hat einen großen LKW gefahren und ja, hat 15 Leute gehabt. 25. 25. Und hat die auf einem Äcker rund um Rosenheim und die mussten produzieren für die Versorgung der Bevölkerung. Ihre Frau Mutter war ja dann auch noch lange, lange Jahre am Markt. Genau. Ja. Und aber den Markt hat er begründet. Ja, und das darf jetzt erzählen, der schwere Hagelschlag 1956, gell? 59. Und dann 59. Ist so viel Salat und Gemüse da gewesen, verhagelt und dann haben wir in Das haben wir gesagt, das müssen wir schauen, dass man noch möglichst ein bisschen was verkaufen kann von dem Verhagelten. Und dann du hast einmal erzählt, dass die Stadt Rosenheim aufgerufen hat, dass jeder, der was hat, auch am Markt gehen und verkaufen kann. Ja. Dass die ganzen Leute haben alles verhagelt gehabt und keiner hat mehr was gehabt. Gell? Und die Schwiegermutter, die haben ja 2 Geschäfte gehabt, war Geschäftsfrau und am Markt wollte sie nicht. Dann ja, haben sie den jungen Burschen da, wie alt warst du? Ja, 14, 15. Ja. 15, ja. Mit dem Sticker und mit dem Hirl am Markt rein. Und dann hat er mehr Geld eingenommen, als wir die 2 Geschäfte miteinander. Und dann haben sie beschlossen, das gehen machen wir weiter. Markt. Jetzt wird diese Linie, das diese ist, Tradition ja, begründet das sozusagen. Das ist ein neuer Geschäftszweig gewesen dann. Da war dann schon die Zeit, wo diese kleinen Geschäfte aufgehört haben und die ersten Konsums gekommen sind. Das war damals der Anfang. Nein, wir haben uns bei den Junggärtnern kennengelernt. Ich bin aus Groß-Karolinenfeld. Ja, ja. Und ich habe Floristin gelernt in Rosenheim am Mittertor beim Fischer. Ah ja. Und mein damaliger Chef war der Junggärtnerführer von Rosenheim. Und die haben halt manchmal zur Dekoration zu ihren Treffen. Erntedank. Erst einmal ein paar Mädchen zu den Treffen mitgenommen. Wir waren 5 Lehrmädchen und das waren ja nur Burschen. Für mich war das ganz toll. Erst haben wir gedacht, naja, Gärtnerei ist ganz schön, aber das war dann so langweilig. Also als Floristin ist nur das Eintopfen und so. Das ist. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, das war die Zeit, wo wieder ein Laden gebaut worden ist in den Gärtnereien. Die Leute sollen beim Erzeuger kaufen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann bauen Sie mir einen Laden. Und dann haben wir da so einen kleinen Laden gebaut. Haben wir gesagt, wenn nichts geht, machen wir eine Garage draus. Aber jetzt probieren wir es einmal. Und ich war am Markt. Und der Chef hat im Laden die bescheidenen Anfänge ja, abgedeckt und ja, ich habe ein bisschen Sträuße hergerichtet und ein paar Blumen und so war der Beginn.